Jo, weiter so. Wir stehen hier vorm ARD Hauptstadtstudio und ihr beide seid bei Querdenken und ihr wart heute mit der Freedom Parade zusammen in Berlin unterwegs und habt eine Demo gemacht. Genau, das hat Monika organisiert, also initiiert. Initiiert mit unserem Team Querdenken 30 genau. Berlin haben wir zusammen uns überlegt, dass es sehr sinnvoll ist und endlich mal Zeit wird, die Medienhäuser zu besuchen. Und ihnen zu sagen, dass wir keine Corona-Leugner sind und dass wir keine Rechtsextremen sind und wofür wir demonstrieren, nämlich für die Wiederherstellung unseres Grundgesetzes und die vollständige Wiederherstellung der massiv eingeschränkten 8 Artikel unseres Grundgesetzes und für die sofortige Beendigung dieser Pandemie, in Anführungsstrichen. Also ganz wichtig ist, dass die Medien unserer Ansicht nach wieder ihre Rolle als Kontrollinstanz spielen, die sie scheinbar vergessen haben. Unsere Demokratie funktioniert nicht mehr, so wie sie funktionieren sollte. Es gibt eine Regierung, die Maßnahmen trifft, die unverhältnismäßig sind, auf allen Ebenen, auf Länderebene, Bundesebene. Dann gibt es eine Opposition, die abwesend zu sein scheint. Und Gerichte, die leider nur teilweise ihre Funktionen erfüllen. Und ja, dann ist es ganz wichtig, dass die Medien, dass die Presse, dass die sogenannten Qualitätsmedien eben kritisch recherchieren und berichten. Und das funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Und deshalb haben wir diesen Medienmarsch gemacht. Was glaubt ihr denn, woran das liegt? Also warum sind wir denn in diesen Zustand gekommen, wo scheinbar die Medien und die Opposition im Bundestag und die Politiker und alle scheinen irgendwie zu versagen gerade. Alle nehmen ihre Aufgabe nicht wahr. Wie sind wir denn in diese Situation gekommen oder was könnten die Ursachen dafür sein? Ja, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Also erstmal Monika. Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin. Ich fange jetzt auch nicht mit Bill Gates an. Ich fange ganz rudimentär an. Ich denke mal, dass die am Anfang war es tatsächlich so, dass tatsächlich eine Angst da war, auch bei uns. Ja? Und natürlich will eine Regierung das Beste für das Volk. Davon geht man ja erstmal aus. Ne? Und dann fängt man aber an zu recherchieren, wenn man zum Beispiel hört, dass Menschen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz stehen mit dem Grundgesetz in der Hand. Und dann sind wir dahin und haben gedacht, Mensch, mit dem Grundgesetz in der Hand. Und wir haben dann gesehen, was da passierte, nämlich, dass die von der Polizei verhaftet wurden. Und auf übelste Art und Weise, wie Schwerverbrecher. Und dann sind wir abends nach Hause gekommen und haben die ZDF- und ARD-Nachrichten angeschaut und haben was ganz anderes erfahren, als das, was wir gesehen haben, mit eigenen Augen. Und da haben wir dann angefangen zu recherchieren und haben dann festgestellt, dass das ist wahrscheinlich... Also als erstes fängt man an, erstmal die Zusammenhänge so sich für sich zu definieren. Also man beschäftigt sich mit der WHO. Man guckt, wer ist denn eigentlich jetzt gerade der Chef der WHO? Der Mann hat ja auch einiges auf dem Kerbholz, sag ich mal. Also dann ist die Definition einer Pandemie einfach mal geändert worden. Das ist dann auch irgendwie seltsam. Dann sieht man, wie die WHO mit der Gavi zusammenhängt. Und das dann recherchiert man weiter und sieht, dass Deutschland 2016, 2017 Gründungsmitglied der CEPI ist, einer Organisation für Impfstoffzulassungsverfahren, Beschleunigung und so weiter. Naja, und dann recherchiert man einfach immer weiter. Man verfolgt die Medien und man fängt an zu demonstrieren. Und diese Kluft zwischen den Demonstrationen und den Berichterstattungen, die wurde immer größer. Also es wurde immer extremer. Es fing dann erst an, ja, es handelt sich um eine Links-Rechts-Querfront. Dann, es wurde also wirklich immer extremer, also Verschwörungstheoretiker, Mystiker, Schwurbler. Wir waren einfach nie Kritiker. Nie. Und deswegen, also wir sind Kritiker und das muss man einfach jetzt mal ganz deutlich werden, dass diese Menschen existieren auch. Es gibt kritische Menschen in diesem Land, die sind keine Rechtsextremen und trotzdem kritisch.
Ja, und woran das liegt, dass jetzt zum Beispiel die linke Taz genauso Bericht erstattet wie eine rechte FAZ und Zeit und Spiegel und alle dasselbe eigentlich schreiben, dass nicht berichtet wird von diesen Großdemonstrationen hier im Land. Das ist doch sensationell, was hier am 1.8. und am 29.8. in Berlin los war. Diese Sachen, diese Bilder gehören auf die Titelseite und nicht ein Stürmchen auf den Reichstag einer Demonstration, die gar nichts mit den Corona-Kritikern zu tun hatte, mit Querdenken, ja? Das war nämlich eine eigens angemeldete Demonstration und das wird einfach nicht geschrieben. Warum nicht? Also wir sind sehr skeptisch und wundern uns selbst. Und wir hoffen, dass die durch diesen Medienmarsch die Medienhäuser bemerken, dass wir denen jetzt richtig auf die Finger klopfen. Dass wir denen, wir kommen vor ihre Haustür und wir kommen wieder. Und wir sind laut und wir werden immer mehr und wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir laden sie herzlich ein auf unsere Demos. Wir wünschen uns einen Dialog, wir wünschen uns Interviews, wir wünschen uns eine faire Berichterstattung. Ja? Die Frage ging nochmal auf die Ursachen. Ne? Also was unserer Meinung nach die Ursachen dieser Situation sind. Ich glaube, das ist, da sollte man immer vorsichtig sein, sich nicht zu weit vorwagen. Ich bin eher vorsichtig, halte das so ein bisschen wie Markus Heinz. Also was ganz offensichtlich ist, ist die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Das ist, ich glaube, da reicht es mal in ein anderes Land zu fahren, nach Schweden zu fahren, dann sieht man mit ganz vernünftigen Maßnahmen, wo sie auch an die Vernunft der Menschen appellieren. Ich denke, auch in Deutschland sind die Menschen vernünftig. Das hat man insbesondere am 1.8. und 29.8. gesehen, am 17. Juni. Die große, große, große Mehrheit der Deutschen, die dort auch waren, sind vernünftig und besonnen. Und in Schweden funktioniert das. Man appelliert an das Verständnis, an die Vernunft der Menschen und in stattdessen in Deutschland, wie kommt das zustande? Die erste Sache ist natürlich zu gucken nach den Abhängigkeiten. Also wenn man jetzt sich die Medien ansieht, die Medienlandschaft, also vor allem die Presse, ist in einer Krise. Und ja, ich sehe, wenn ich jetzt die Berliner Zeitung kaufe, dann sind da halbseitige Anzeigen von dem Berliner Senat. Gut, ist die Berliner Presse wirklich unabhängig? Genau, man sollte sich das mal genau angucken. Die Boda-Presse, also Fokus, welche Interessen verfolgen die großen Medienhäuser, die großen Medienkonzerne? Das wäre eine Frage. Und dann, was ich sehe auf allen Ebenen, also es gibt totalitäre Tendenzen. Also die Lust, eben Dinge durchzudrücken, das sieht man überall, auch in Unternehmen. Also man kann nun Vereinbarungen kippen, die vorher eben lange im langen Kampf errungen wurden. Und jetzt mit dem Vorwand Corona kann man sehr viel durchsetzen. Und das gilt nicht nur auf Regierungsebene, sondern das gilt auch auf Ebene von Unternehmen und anderen Organisationen. Also das ist ein Ding. Und das kombiniert mit Angst. Manche Menschen haben wirklich Angst, auch Politiker haben Angst, Macht zu verlieren. Und die größte Angst in Amerika, vergleichen sich die Präsidenten immer, welcher Präsident hatte mehr Tote? Also hat mehr Tote produziert in Kriegen. Und diese Angst haben hier meiner Meinung nach auch Politiker. Also welcher Politiker will schon, dass man ihm vorwirft, hier, sie haben nicht früh genug Maßnahmen ergriffen, um die Sterbefälle zu verhindern? Ja. Davor hatten die Angst, aber die haben dann irgendwie den gesunden Menschenverstand verloren, als sie Bilder in Bergamo gesehen haben. Denn jeder Epidemiologe, jeder Wissenschaftler weiß, dass täglich 2700 Menschen sterben. Jeder Mensch, der sich mit den Sterbezahlen beschäftigt, weiß auch, dass es keine Übersterblichkeit gibt. Und die Wissenschaftler, wir kennen auch Wissenschaftler, Insider, aus dem Bereich des Bundestages, die geben wirklich die Fakten. Die geben die Fakten, dass es wirklich
nicht so dramatisch ist, wie es dargestellt wird. Und am Anfang haben die Politiker das ja auch so weitergegeben. Aber irgendwann kippte das. Irgendwann haben sie dann den Verstand verloren. Und jetzt ist der Zug ins Rollen gekommen. Und diesen Zug aufzuhalten, das ist schwer, unmöglich. Ja. Scheinbar unmöglich, also auch die Fehlerkultur, Fehler einzugestehen. Man kann jetzt nicht mehr zurückrudern. Man sieht ja auch die ganze Entwicklung, wenn man das Jahr im Rückblick anschaut, ja, dann sieht man, dass es alles darauf hinlaufen sollte, dass wir eine Impfpflicht etablieren. Also auch in der Rückschau. Ja. Und wir hatten das schon sehr früh eigentlich befürchtet. Und also du. Ich, ja, durch die Recherchen, wo man sich denkt, das baut alles darauf auf. Und diese Masken sind sozusagen die Vorstufe der Akzeptanz, dass es um Solidarität geht, ein Schutz, sich gegenseitig zu schützen, es ist solidarisch und so weiter. Und das wird natürlich, das ist nur die Vorstufe. Und das wird uns als nächstes jetzt eingetrichtert mit dem Impfstoff. Wir sind solidarisch, wenn wir uns alle impfen lassen. Ja? Wir schützen andere, und wir sind verantwortungsvoll. Genau. Und die anderen sind eben verantwortungslos. Also ja. Dieses Wording, dieses Narrativ ist schon ziemlich weit verbreitet und mitgetragen gefährlich. Von den Medien. Ja, und wir befürchten, dass es eben auch noch extremer wird, dass es eben eine, Sie sagen ja auch, die Regierung sagt, es gibt keine Impfpflicht, aber es wird sie durch die Hintertür geben, natürlich. Es ist freiwillig, aber wenn man bestimmte Berufe machen will oder in einen Club will oder ins Kino oder ins Theater oder in einen Supermarkt oder in ein Flugzeug steigen will, ja, dann muss man seinen Impfnachweis dabei haben. Das haben wir schon vor Monaten gesagt, sind ausgelacht worden als Verschwörungstheoretiker und Spinner. Und jetzt ist es da. Und jetzt, ja, wir fragen auch, und was jetzt? Ja, ja, es ist ja auch gefährlich. Die Zahlen gehen ja wieder nach oben. Aber dass die Grippe ausgestorben ist, darüber redet überhaupt keiner mehr, ne? Also die Zahlen, die Todeszahlen, die Grippe ist, wir sagen immer, wie alt ist denn die Menschheit ohne Maske geworden, ne? Was war denn vorher? Wir sind doch in der Lage, uns, wenn wir Symptome haben, so zu verhalten, dass wir nicht aus dem Haus gehen oder anderen Leuten nicht zu nahe kommen. Und es müsste eigentlich in einer Regierung, der so viel an der Gesundheit am Herzen liegt, die sollten die Fitnessstudios aufmachen. Die sollten vielleicht sogar umsonst sein, die Fitnessstudios, ja? Dass die Leute und jeder trainieren kann und dass man sein Immunsystem stärkt und dass vielleicht das Bio-Essen billiger ist und dass die Leute sich, dass sie sich gesund ernähren können und dass Zigaretten verboten werden und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht geschehen und unter dem Deckmäntelchen der Gesundheit werden die Leute jetzt alle hier gezwungen, gleichgeschaltet zu agieren, Masken zu tragen, anstatt Frischluft zu atmen. Ja, einfach wenn man mal die Logik wieder einschaltet, merkt man doch, da ist doch irgendwas falsch. Vor allen Dingen auch für Kinder. Die Neurologin Margarita Gris-Brisson hat ein ganz tolles Interview ins Netz gestellt und sie sagt, die Kinder mit Masken, wenn sie über längere Zeit die Masken tragen, was ja in Schulen jetzt auch Pflicht ist, da sterben die Gehirnzellen ab. Ja, also das ist einfach eine Katastrophe, was man hier unter dem Deckmäntelchen der Gesundheit vor allen Dingen mit den Kindern macht. Ja, und warum machen die Medien damit? Ja, entweder werden sie bezahlt, da muss man einfach mal gründlich recherchieren. Ja, vielleicht werden sie bezahlt. Vielleicht sind sie jetzt auch schon so weit gekommen, dass sie Angst haben, dass wenn sie umschwenken, sie zu einem rechten Blatt erklärt werden. Ja, aber ich sag euch, liebe Medienhäuser, wenn ihr nicht langsam aufhört damit, alle ins gleiche Horn zu blasen, wir finden andere Wege, um uns zu informieren. Auch wenn Kanäle zensiert werden, auch wenn die Regierung Faktenchecker und Korrektiv einführen, ja, wenn einfach Kanäle gelöscht werden. Wir finden andere Wege und diese Käseblätter, die nur noch hier rumliegen und alle dasselbe schreiben, die kauft keiner mehr. Und wir werden immer mehr. Und da könnt ihr euch einfach mal überlegen, ja, das wird so kommen. Wir werden immer mehr täglich. Wachen die Leute auf und wenn diese ganzen Insolvenzen erstmal anfangen, wie vertrocknete Tannenbaumnadeln auf den Boden zu rieseln, wie es Tim Raue so schön formuliert hat, dann wird es noch mehr Menschen geben, die aufstehen. Was wir auch erleben, glaube ich, sind ja diese Verflechtungen. Du hast ja vorhin auch von Verflechtungen gesprochen. Verflechtungen mit Werbetreibenden, mit der Wirtschaft, mit Politikern,
mit Thinktanks und so weiter, transatlantische Gruppen. Da gibt es ja alle möglichen Arten von Verflechtungen. Und das Resultat sehen wir jetzt in unserer Medienlandschaft, dass halt einseitig berichtet wird, dass Stimmung gemacht wird, dass Fehlinformationen, Falschinformationen verbreitet werden und so weiter und Meinungsmache betrieben wird. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man sowas in Zukunft vermeiden könnte oder wie Medien gestaltet sein müssten, damit sie einfach objektiv berichten können? Also damit man diese Interessenverflechtungen aus den Medien herausbekommt. Wie müssten Medien aufgebaut sein? Naja, also erstmal ist es schon mal ein guter Anfang, so einen Medienmarsch zu machen. Ich wünsche mir, dass in jeder Stadt in Deutschland macht alle Medienmärsche, geht zu den Häusern, steht vor der Tür, zeigt ihnen, dass ihr das durchschaut, dass es nicht richtig ist. Wir machen jetzt von Querdenken 30 Berlin, wir haben eine Pressemitteilung, die wir immer rausschicken, ja, dass wir denen sozusagen auf die Sprünge helfen mit ihren Formulierungen und worum es uns geht. Und wir laden die ein, wir bleiben auch dran, wir zeigen uns, wir hören nicht auf zu demonstrieren, wir bieten auch immer an, Interviews zu machen. Und ich denke mal, nur so kann man Menschen, die uns vorbeiziehen sehen, denen muss doch auffallen, dass wir keine Rechtsextremen sein können. Alleine, was wir sagen, wir tanzen, wir halten Reden, man muss uns einfach auch zuhören. Und wenn die Medien, wenn die Journalisten nicht zu uns auf die Demos kommen, dann gehen wir halt zu ihnen und sagen es dort vor Ort, ja, und werfen gleichzeitig, so wie wir es heute auch gemacht haben, eine Pressemitteilung rein und wir haben ganz viele Flyer mit reingeworfen, Informationsmaterial. Das ist jetzt erstmal ein Anfang und wir hoffen, dass da ein Umschwenken stattfindet. Die sind ja laut Rundfunkstaatsvertrag, sind zumindest die Öffentlich-Rechtlichen ja zu einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Was wir erleben, ist ja weit davon entfernt, ganz absolut. Weit davon entfernt. Wir wundern uns auch immer, was denken wohl die Polizisten? Die Polizisten sind doch auch am 29.08. und am 1.08. da gewesen. Sie haben doch gesehen, wie viele Menschen dort waren, was für Menschen dort waren. Die begleiten uns auf unseren Demos, die stehen in großen Trupps da, die hören uns ja auch zu, hoffentlich, ne? Also denen muss doch auch irgendwie mal aufgehen, dass das dann nicht stimmt, wenn sie die Tageszeitung aufschlagen oder den Fernseher abends anmachen. Und diese Dauerbeschallung dieser Propaganda, wenn man in die Bahn einsteigt, in die U-Bahn, in die S-Bahn, in die Deutsche Bahn, überall kommt diese Beschallung, diese Angstmacherei. Überall hört man dasselbe. In jedem Laden hängt setzt eine Maske auf. Man wird von allen Seiten wird man mit dieser Propaganda beschallt. Ich habe letzte Woche im Radio morgens das erste, was ich höre, ist das Wort der Hoffnung 2021 heißt Impfstoff. Also man schaltet ZDF-Nachrichten ein. Das ist eine Werbeveranstaltung für Impfstoff geworden. Die Nachrichten. Wo sind wir gelandet? Das kann nicht wahr sein. Ja? Impfstoff ist nicht die Lösung für dieses Problem. Und ich hoffe, dass die Leute realisieren, wenn es wirklich dazu kommt, dass sie die Einladung im Postkasten haben, sie sollen zur Impfung gehen, zu einem Impfzentrum, da werden ganz viele noch aufwachen und aufstehen. Und dann werden wir noch mehr Demonstranten und noch weniger, die diesen Schund lesen, dieser Mainstream-Medien. Ja? Und dann müssen die sich auch was überlegen. Ja, es gibt noch viel zu tun. Ja. Und Medien, Presse, Meinungsfreiheit, die wurde ja lange erstritten. Und wir sehen hier viel Arbeit. Also wenn die Bürger sich nicht aktivieren, dann sehen wir wirklich eine schlimme Entwicklung. Also wir müssen aktiv werden. Wir müssen den Politikern, den Medien auf die Finger klopfen und wir müssen kreativ sein. Bestes Beispiel, demokratischer Widerstand, viele Kanäle. Also wir müssen unsere eigenen Kanäle teilweise vielleicht auch neu schaffen, neu aufbauen. Ja. Und kreativ sein, neue Ideen entwickeln, Gegenmodelle entwickeln und ausprobieren. Und das findet im Moment ja auch in wunderbarer Weise statt. Ja. Mit euch zum Beispiel, demokratischer Widerstand. Ja, es geht dann wirklich also darum,
sich zu aktivieren und sich zusammenzuschließen, sich zu vernetzen. Genau. Ganz wichtig. Ich bedanke mich für das Interview und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Bis bald. Morgen, also wir sind jeden Samstag sind wir auf dem Alexanderplatz von 15 bis 19 Uhr, machen jetzt schon das fünfte Mal dort eine Demonstration und haben ein sehr schönes Programm, immer im Wechsel einen Musikbeitrag, auch Live-Musiker, es kommen auch immer mehr Studenten. Das ist richtig schön, das macht uns sehr glücklich. Es gibt ja jetzt auch Studenten, stehen auf. Und und wir laden alle herzlich ein, da hinzukommen und mit uns dort zu demonstrieren. Ja, das im Herzen von Berlin, dass wir sichtbar sind und hörbar. Dann sehen wir uns im Herzen von Berlin wieder. Hey, super, danke. Bis dann. Ja, vielen Dank.